Servus Leute, willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem Juni. Ja, ein paar Neuzugänge habe ich im Juni wieder dazu bekommen. Ich fange gleich an mit einer Reihe, die habe ich schon länger, viel länger auf dem Schirm gehabt. Ich habe es ja aber irgendwie wieder vergessen. Und jetzt hat ein Zuschauer mich in einem Kommentar wieder darauf hingewiesen. Ja, er hat gerade die Geschichte gelesen, die wäre toll und er wird glauben, das könnte mir gefallen. Und dann habe ich gedacht, ja, klar, die wollte ich doch mal lesen, mir mal holen. Weil ich fand die Idee für die Bücher, für die Reihe richtig cool. Ja, der erste Teil von diesen Büchern ist von, überhaupt die ganze Reihe, von Ben Arantovich, Die Flüsse von London, aus dem DTV Verlag. Ja, ich lese euch mal den Klappentext vor. Können Sie beweisen, dass Sie tot sind? Peter Grant ist frisch gebackener Police Constable, als man ihm einen unerwarteten Karrierevorschlag macht. Er soll Zaubererlehrling werden. Der erste in England seit 50 Jahren. Jetzt muss er sich mit einem Nest von Vampiren in Burley herumschlagen. Einen Waffenstillstand zwischen Themsegott und Themsegöttin aushandeln, Leichen in Covent Garden ausgraben, alles ziemlich anstrengend und der Papierkram. Tja, ich liebe dieses Buch, hat Charles Harris dazu gesagt. So stellt man sich vor, wenn Harry Potter erwachsen geworden und zu den Bobbys gegangen wäre. Eine einzige große, witzige, fantasievolle Kapriole. Ja, ich bin echt gespannt. Ich hoffe, dass es nicht zu Magie überladen und ja, es verspricht scheinbar recht witzig zu werden. Das ist hier Die Flüsse von London ist der erste Teil. Und ich habe mir, natürlich auch den zweiten Teil mal gleich mitgeholt. Der Schwarzer Mond über Soho. Ja, da geht das Abenteuer weiter mit dem Tod von irgendwelchen Musikern. Und ach Gott, ich will es mir gar nicht so genau schon durchlesen, was da so auf mich zukommt. Ich bin aber auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, sind immer so 390, nicht ganz 400 Seiten. Also das kann man schon mal kurz lesen. Ist nicht ganz so dick. Ja, das hier ist der dritte Teil, ein Wispern unter Baker Street, Spiegel-Bestseller. Ich bin echt gespannt. Ich habe mir aber, obwohl es glaube ich bisher scheinbar 5 oder 6 Teile oder irgendwie so gibt es wohl schon. Ich glaube 6. Nur mal bisher die ersten 3 geholt. Keine Ahnung eigentlich warum. Ich habe sonst, wenn ich so in eine Reihe eingestiegen bin, ich habe dann eigentlich immer gleich alle geholt. Aber boah, ja, 3. Die müssen mal reichen von Anfang. Dann habt ihr vielleicht mein Video über ein Buch von Tolkien
gesehen. Baron und Luthien. Das ist ja leider kein Roman in der Hinsicht. Es ist wieder eine Zusammenfassung eben dieser Geschichte von Baron und Luthien aus dem ersten Zeitalter und ihrer Jagd nach den Silmaril, die der böse Valar Melkor gestohlen hat. Ja, gestohlen von den Elben, die sie geschmiedet haben. Ja, und tja, nee, ich erzähle euch jetzt nicht die Geschichte, wie und warum und überhaupt. Lest das Silmarillion und die Kinder Hurins, dann habt ihr mal so einen groben Überblick über das erste Zeitalter und ja, warum die Herrin Galadriel zum Beispiel wieder, no, wieder nach Mittelerde gekommen ist, denn die hat sehr lange schon in Valinor gelebt, ist da so der Himmel ist. Ja, und eben aus diesem wurden die Silmaril gestohlen. Tja, und dieser Bären, der hat die Elbenmaid Luthien gesehen und hat sich verliebt und ja, hat sich bereit erklärt, eben diese Silmaril von diesem Melkor zurück zu erobern, zu klauen, wie auch immer, zurück zu bekommen. Ja, und diese Geschichte in ein paar verschiedenen Teilen, Versionen, die es hier drinnen enthalten, und eben das Lied, das hier, ja, ein Lied, das ist in der Hinsicht schon eine Art Lied. Es ist eine lange erzählende, ein langes erzählendes Lied, ein langes erzählendes Gedicht. Tja, es geht hier weiter und das ist eben hier auch zu finden in ganz großen Abschnitten. Tja, wie gesagt, es ist kein Roman, aber für solche Tolkien-Freaks wie mich oder für jemanden, der mal ein bisschen mehr Hintergrundwissen um Herr der Ringe, um die ganze Geschichte haben möchte, da ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Ja. Genau. Und dann, ihr habt es vielleicht mitbekommen, das 8. weiß-blaue Booktuber-Treffen war in Nürnberg. Und ich muss mich da immer, wenn wir da durch die Buchläden ziehen, gemeinschaftlich, da kannst du dich schon immer ein bisschen anstacheln. Ja komm, nimm's halt mit, ist doch egal. Aber ich reiß mich da immer sehr zusammen und denke, nein, ich will in meinem Buchladen mir die Bücher holen. Tja, außerdem ja, muss ich es ja mit nach Hause schleppen, die Bücher, die ganzen. Und deswegen versuche ich immer wenige Bücher bei diesen Booktuber-Treffen mit nach Hause zu nehmen. Daher habe ich auch es ganz knapp geschafft, auch nur eines mit nach Hause zu bringen. Und zwar ein Buch, das mich schon jetzt über längere Zeit immer mal wieder angegrinst hat und ich es trotzdem irgendwie habe ich es nicht mitgenommen. Aber jetzt war so die Zeit, in der mich das Buch so gewissermaßen angeschrien hat. Jetzt nehme ich doch endlich mit. Du willst mich doch schon lange lesen.
Tja, das Buch hatte recht, kann ich euch nur sagen. Das dunkle Herz des Waldes von Naomi Novik. CBJ hat das Buch rausgebracht. Und ich lese euch jetzt einfach mal ganz kurz den Klappentext vor. Agnieszka, ja, das Mädel heißt Agnieszka, ich glaube, so wird es auch ausgesprochen, liebt das Tal, in dem sie lebt. Das beschauliche Dorf in den silbernen und den silbernen glänzenden Fluss. Doch jenseits des Flusses liegt der dunkle Wald, ein Hort böser Macht, der seine Schatten auf das Dorf wirft. Einzig der Drache, ein Zauberer, kann diese Macht unter Kontrolle halten. Allerdings fordert er einen hohen Preis für seine Hilfe. Alle 10 Jahre wird ein junges Mädchen ausgewählt, das ihm bis zur nächsten Wahl dienen muss. Ein Schicksal, das beinahe so schrecklich scheint, wie dem bösen Wald zum Opfer zu fallen. Der Zeitpunkt der Wahl naht und alle wissen, wen der Drache aussuchen wird. Agnieszkas beste Freundin Kasia, die schön ist, anmutig, tapfer, alles was Agnieszka nicht ist. Niemand kann ihre Freundin retten. Doch die Angst um Kasia ist unbegründet. Denn als der Drache kommt, wählt er nicht Kasia, sondern Agnieszka. Ja, atemberaubend. Das wird über viele Jahre hinweg ein Muss für Fantasy-Leser sein. Ich kann es bestätigen. Anders ist eins der zutreffenden Beschreibungen. Es ist anders. Es ist viel viele Sachen, mit denen ich nicht gerechnet habe, kommen drin vor. Und ja, ich bin sehr gespannt über den Fortgang dieser Geschichte. Ich bin noch nicht ganz durch, also ich bin hier gerade noch dabei und ich finde es super gut bisher. Also ich würde mir ehrlich zur Zeit kennt ihr das? Ihr habt manchmal so Phasen, an denen ihr es da hättet ihr schon mal Zeit, aber ihr habt irgendwie nicht so den Bock, ein Buch zu lesen oder nicht so viel zu lesen, und dann habt ihr wieder die umgekehrte Zeit, ihr habt eigentlich überhaupt keine Zeit oder seid von der Arbeit so kaputt und wollt aber unbedingt das Buch weiterlesen, weil es eigentlich so toll ist. Und genau so geht es gerade mir. Ich habe momentan so viel Arbeit und so viel Stress, mache so viel Überstunden und habe so wenig Zeit zu lesen und auch leider für euch hier Videos zu drehen, dass ich tatsächlich, wenn ich dann doch irgendwann mal heimkomme, mal dusche und was esse, und dann das Buch zur Hand nehmen, fast keine Kraft mehr habe, tatsächlich zu lesen. Aber ich merke, dass ich wahnsinnig Bock drauf habe, dieses Buch weiterzulesen. Ich hoffe, dass ich jetzt gerade morgen zum Beispiel mal ein bisschen runterkomme und dann mich mal den ganzen Nachmittag und Abend hinsetz und dann eben diese tolle Geschichte weiterlesen kann. Wie es dann schlussendlich mir gefallen hat, das erzähle ich euch bestimmt noch in einem extra Video. Das
sind meine 5 Neuzugänge aus dem Juni. Und ja, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.